Gott, Leute, heute spielen wir wieder mal eine Runde Roblox und ich werde heute das krasseste Gefängnis in ganz Roblox bauen. Das Ganze wird erstens sehr, sehr teuer, aber ich hoffe auch, dass wir das beste Gefängnis bauen werden. Also bleibt bis zum Ende dran, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wir fangen an. Let's go! So, Leute, der größte Roblox-Noob ist wieder am Start und wir werden heute, ihr seht es schon im Hintergrund, ja, versuchen, das sicherste Gefängnis zu bauen. Also, ich habe jetzt hier schon mein Polizeiauto parat, Relumex 23. Und, ja, wir haben jetzt hier unseren Boss, der gibt mir jetzt gleich eine Anleitung, was wir machen müssen. Und dann, ja, müssen wir heute versuchen, hier die ein oder anderen bösen Leute festzunehmen und hier in unserem Gefängnis einzusperren. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Deswegen drückt mir da auf jeden Fall die Daumen. Wir schauen uns unser Gefängnis mal ganz kurz an. Also, das lässt sich auf jeden Fall noch erweitern. Die Zellen sehen so aus, könnten eigentlich auch gemütlicher sein. Aber okay, wir bräuchten jetzt natürlich erstmal unseren allerersten Gefangenen, den wir hier einsperren können. Dafür, glaube ich, müssen wir erstmal jetzt hier in unser Polizeiauto einsteigen und... Oha! Oha! Das sieht gut aus! Warte mal, können wir auch Sirene und so anmachen? Oha! Hä? Das ist ja cool! Okay, wir machen wieder aus, dann ist es nachts, sonst wecken wir hier noch alle auf und müssen vielleicht noch Bußgeld bezahlen. Ansonsten haben wir hier eine Hupe. Licht können wir auch anmachen. Darf auch nicht fehlen. Und dann würde ich sagen, Leute, fahren wir jetzt mal in die Stadt und gucken mal, was sich da für böse Leute rumtreiben, damit wir hier auch direkt schon mal den ersten einsperren können. Okay, es geht los! Wir fahren jetzt in die Stadt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich hin muss. Gibt es hier irgendwie eine Karte oder sowas? Ich glaube nicht. Okay, ich muss aber jetzt die Sirene anmachen, weil wir sind hier auf Streife. So, so ein Ding ist das. So, wer will hier Stress haben? Digga, es ist mitten in der Nacht. Was machen die denn hier? Okay, die laufen hier einfach alle mitten auf der Straße rum. Ey, Platz da! Ich muss durch. Okay. Wir fahren jetzt weiter in die City. Dann merkt das eigentlich immer, wenn ich hier abkürze als Polizist. Das merkt doch hier niemand, oder? Wir fahren jetzt einfach über die Wiese. Komm schon, ich muss in die Stadt. Okay, wir müssen jetzt gleich da sein. Wir müssen jetzt hier einmal in die Stadt reinfahren. Und mal schauen, ob wir da vielleicht direkt schon jemanden einsperren können. So, wir machen aber jetzt hier die Sirene mal aus. Das ist mir ein bisschen zu auffällig unterwegs. Und jetzt fahren wir hier mal ganz entspannt lang und schauen mal, wer hier irgendwas Verbotenes macht. Okay, die laufen hier alle. Ja, das macht ihr gut so. Das ist okay, das... Oha, oha, okay. Wir hätten jetzt was überfahren. Okay, wir müssen hier echt aufpassen. Okay, so, wir fahren jetzt hier mal weiter. Einmal beiseite, bitte. Danke. So, haben wir hier irgendwo einen Verbrecher? Wir schauen uns das mal an. Die laufen hier alle ganz nett. Okay, das sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Aber ich möchte jetzt erstmal eine Personenkontrolle machen hier. Der Herr. Kriminell. Da steht kriminell. Wir müssen den verhaften, glaube ich. Warte, sie werden verhaftet, bleiben sie stehen. Sie sind verhaftet. Ich weiß nicht warum, aber sie werden verhaftet. So, wir werden sie jetzt in das Auto reinlegen. Und jetzt werden sie mit aufs Revier genommen. Und da besprechen wir alles weitere. So, Sirene haben wir wieder angemacht. Und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt zum Polizeirevier und sperren den weg. Ich hoffe, ich kriege keinen Ärger, weil ich weiß nicht mehr, was er gemacht hat. Aber egal, wir sperren ihn einfach rein. So, wir müssen jetzt gleich da sein. Mein Gefängnis ist da hinten. Ansonsten, ich krieg noch nicht mal Geld. Wir brauchen jetzt echt mal hier ein paar... Ja, wir machen mal die Sirene aus. Das nervt ja hier. So, ansonsten ist es auch mitten in der Nacht. Es ist gerade 5 Uhr. Okay, 5 Uhr früh jetzt gerade. Jetzt heißt es, müsste eigentlich auch langsam mal hell werden hier. So, ansonsten, wer auch immer hier im Auto drin sitzt, wir sind jetzt da. Du wirst jetzt gleich hier ins Gefängnis reingesperrt. So, zack. Einmal parken hier. Oh Gott, oh Gott, das... Oh Gott, ich mach gleich mein Gefängnis kaputt. Okay, wir parken jetzt mal hier und steigen aus. Zack. So, dann einmal bitte rauskommen. Zack, holen wir einmal raus. Da ist der Bösewicht. Okay. Und den stecken wir jetzt hier rein. So, Achtung. Du kommst jetzt hier direkt in die Zelle rein, mein Bester. Hier einmal hereinspaziert. Freigabe. So, du bist jetzt offiziell verhaftet. Der hat sich einfach schlafen gelegt. Hier, guckt euch das an. Der hat sich einfach schlafen gelegt mit seinem Teddy. Okay. Ja, anscheinend war das wirklich ein Verbrecher. Also, wir haben da anscheinend schon jemand Richtiges festgenommen. Das haben wir gut gemacht, Leute. Unseren ersten Verbrecher haben wir weggesperrt. Okay, ansonsten, glaube ich, müssen wir auch, wenn wir jetzt hier langsam so ein paar Insassen bekommen, das Gefängnis hier ein bisschen aufwerten. Deswegen, ich hoffe... Guck mal, wir haben auch die ersten 10 Dollar bekommen. Schaut mal oben. Und es ist endlich früh. Okay, wo geht der hin? Wir spionieren den mal aus. Was hat er vor? Ich glaube, er holt sich jetzt hier was zu essen.
Der hat sich jetzt was zu essen geholt. Guckt euch das an, Leute. Und er setzt sich jetzt hier hin wahrscheinlich. Ja, wo willst du hin, Kollege? Willst du was essen oder was? Komm, wir setzen uns mal zu ihm. So. Ich hoffe, das Essen schmeckt. Keine Ahnung, was es da gibt. Sieht nach Käse mit Brokkoli und Fleisch aus. Lass es dir schmecken. So. Ansonsten, wir müssen jetzt einmal hier raus. So, ich hoffe, das wird doch automatisch abgesperrt, weil die Tür steht irgendwie sperrweit offen. Hallo? Die Tür? Magst du auch wieder zugeben? Also irgendwie, sonst können die ja ausbrechen. Okay, keine Ahnung, warum die Tür jetzt nicht zugeht. Ich hoffe, der bricht jetzt nicht aus. Ansonsten, wir bauen jetzt hier direkt mal weiter, denn ihr seht, wir können nämlich jetzt hier einmal unser komplettes Gefängnis dekorieren. Ihr seht das. Wir können das komplette Gefängnis dekorieren, Leute. So, guckt euch das an. Ich glaube, als allererstes, ich hätte halt gerne sichere Tür. Gefängniszauntür. Haben wir aber hier schon. Ah, okay, gut. Dann hätten wir das. Ansonsten, was haben wir hier? Bürotür. Wir haben hier auf jeden Fall ganz viele Sachen, die wir bauen können. Okay, Mülleimer. Mülleimer haben wir auch. Ich glaube, wir bräuchten... Haben die Toiletten? Toiletten haben die auch. Buffet haben wir auch. Ich glaube, wir haben nur einen einzigen Mittagstisch. Nee, wir haben gar keinen Mittagstisch. Ich glaube, wir brauchen mal so einen Mittagstisch. Den machen wir hier hin, aber das Ding ist, der kostet uns 50 Euro und wir haben aber aktuell nur 30. Okay, ansonsten können wir hier auch dekorieren. Ich glaube, wir können sogar so einen Tischkicker hier reinmachen. Aber wir haben aktuell nur 30 Dollar. Ich glaube, wir machen dem mal ein paar Regale rein. Weil guckt euch das mal an, der hat gar keine Regale hier. Komm, wir machen dem mal auf korrekt ein paar Regale ins Zimmer rein. So, du kriegst auch ein paar Regale. So, ich meine, Leute, wir müssen es ja unseren Insassen hier auch ein bisschen gemütlich machen. Guck mal, der hat jetzt hier extra ein Regal von uns bekommen. Das sieht schon mal sehr gut aus. So, aber ansonsten, was mir auch gerade einfällt, wir müssen, ich glaube mal, unserem Gefängnis noch einen Namen geben hier. Hallo? Ich möchte meinem Gefängnis bitte einen Namen geben. Gefängnisname, das Ganze wird sich nennen... Oh, wie nennen wir das, Leute? Schreibt gerne mal einen coolen Namen in die Kommentare. Wir nennen das jetzt einfach mal Brokkoli-Knast. Ich glaube, das ist ein cooler Name, weil bei uns gibt es nur ekligen Brokkoli zu essen. Deswegen nennen wir das Ganze Brokkoli-Knast. So, Brokkoli-Knast wurde benannt. Ansonsten müsste jetzt hier an der Tafel stehen. Brokkoli-Knast. Das sieht sehr gut aus. Ansonsten, unser Gefängnis hat aktuell einen Wert von 21.000. Das ist sehr gut. Wir haben hier einen Gefangenen. Wir gucken mal die Statistik an. Was hat er überhaupt verbrochen? So, for 2 days. Okay. Und er wird auch in einem Tag schon wieder freigelassen. Das geht ja gar nicht. Ansonsten, er hat auch Hunger. Wir müssen also auch auf die achten. Das heißt, wir müssen eigentlich direkt noch einen neuen Verbrecher suchen. Weil sonst kriegen wir ja gar kein Geld. Wenn der in einem Tag schon wieder raus ist, dann kriegen wir ja kein Geld mehr. Und wir haben aktuell nur 30 Dollar. Deswegen machen wir direkt die Sirene an. So, und dann fahren wir hier zurück in die Stadt. Und alle aus dem Weg. Was laufen die denn hier alle rum? So, ansonsten, was macht ihr denn hier alle? Kommt mal her. Boah, die sind auch alle kriminell. Hier, dann komm mal her, Kollege. Du wirst mitgenommen. Die laufen ja einfach auf der Straße rum, als wäre nichts. So, einmal bitte ins Auto. Zack. Okay. Okay, warte mal. Jetzt fahren wir die auch direkt ins Gefängnis hier rein. Pass mal auf. So, die sind auf Einsatz. Sirene wird angemacht. Und dann fahren wir hier auch schnurstracks zurück ins Gefängnis. Tatü, tata. Das Polizeiauto ist da. Guckt euch das an. Wir schaffen die jetzt auch direkt ins Gefängnis rein. So, bitte einmal parken. Dankeschön. Dann einmal aus dem Auto rausholen. Zack. So, und dann geht's hier auch einmal für dich rein ins Gefängnis. So, bitteschön, das hier ist deine Zelle. Du einmal reinspaziert. So, jetzt seht ihr schon, jetzt haben wir schon zwei Insassen. Jetzt kriegen wir schon Stundeneinkommen 20 Dollar. Das ist doch sehr gut. Ansonsten, wir haben auch einen Shop. Ah, Leute, das ist es doch. Man kann sich hier wieder einiges kaufen. Wie immer macht das nicht nach. Aber ich glaube, das sieht sehr gut aus. Dieser Militär-LKW, der sieht sehr schön aus. Der kostet 299 Robux. Macht das nicht nach, aber ich habe ihn jetzt gekauft. Und keine Ahnung, was der mir jetzt bringt. Ich habe ihn gekauft. Und wo ist der jetzt? Hallo? Hallo? Wo ist dieser Militär-LKW? Ah, warte mal, da unten. Fahrzeuge, schaut mal. Oh, boah. Militär-LKW. Den können wir jetzt hier parken. Oh, nee, können wir doch nicht. Wir müssen ihn irgendwie drehen. Hallo? Ich muss dich drehen. Der passt da aber auch gerade so hin. Nee, warte mal. Wir müssen mal das Polizeiauto ein Stück zur Seite parken, damit der LKW dahin passt.
So, wartet mal. Jetzt müsste der eigentlich hier hinpassen. Ich fasse es nicht. Ich habe nicht genug Platz für den LKW. Hallo? Ein Baum da hinten ist im Weg. Wir müssen erst den Baum hier wegmachen. So. Wir müssen, glaube ich, jetzt hier Gras hinmachen. Nee. Wir brauchen Betonboden. Nee, Entschuldigung. Steinboden brauchen wir. So. Wir machen jetzt hier neuen Steinboden hin. Zack. Wow, ist das teuer. Wir müssen Stein, okay? Tut mir leid. Ich habe da jetzt Stein hingemacht. Ich will jetzt aber meinen LKW hinparken. Jetzt. Ja, warte. Jetzt, ich konnte ihn parken. Endlich. Leute, wir haben jetzt so einen Militär-LKW. Wow, da können wir 12 Leute auf einmal reinstecken. Wow. Guckt euch das an, Leute. Hier, wir können auch hupen. Hup. Miep, miep. So, Licht machen wir auch mal an. Oha. Okay, jetzt geht's ab. Jetzt haben wir hier so ein Militär-LKW. Und jetzt können wir, glaube ich, also ich hoffe mal, dass wir da jetzt mehr Leute reinmachen können. Ey, da können wir jetzt 12 Leute auf einmal reinpacken. Ey, das ist nice. Okay, dann fahren wir hier einmal rein in die nächste Stadt. Hallo, ist hier jemand? Hallo. Ah, guten Tag. So, ihr werdet jetzt einmal alle festgenommen hier. Du bist nämlich kriminell, die Dame. Einmal bitte herkommen. So. Einmal ins Auto mit dir. Dann, ey, jetzt können wir hier 12 Leute mitnehmen. Das ist einfach das 12-fache. Wir haben eben nur einen einzigen ins Auto reinbekommen. Und jetzt machen wir einfach 12 Stück rein. Okay, das ist sehr gut. Dann bitte einmal alle rein mit euch. Okay, das sieht sehr gut aus. Ich packe hier einfach alle rein hier. Bleib mal bitte jetzt stehen hier. Stehen bleiben. Dankeschön. Du kommst nämlich jetzt hier auch ins Auto rein. Ey, Leute, ich hoffe, unser Gefängnis reicht aus, um da so viele Leute reinzumachen. Weil das sind echt viele, die wir jetzt hier reinmachen. So, du kommst bitte auch mal mit. Du kommst nämlich auch da rein. Okay, tut mir echt ein bisschen leid. Wir haben nämlich hier echt, wir schnappen dich ja einfach alle von der Straße weg. Eieiei, okay. Die machen wir aber auch alle rein. So, komm. Die auch noch. Zack. Wir haben jetzt hier schon 7 Leute jetzt drin. Krass, wie viele hier reingehen. Boah, wir werden so steinreich, Leute. Ich sag's euch. Ey, bleibt mal stehen jetzt. Ich muss euch festnehmen. Du bist auch festgenommen. Es wird dunkel. Ihr habt hier nichts mehr zu suchen. Ihr kommt jetzt alle ins Gefängnis. So, du kommst auch her. Bleib stehen. Bleiben Sie stehen. Festgenommen. Sie kommen jetzt auch ins Gefängnis. Zack. Ich will den Wagen jetzt voll machen. Kommen noch 3 Leute. Und du auch. Zack. Okay, der Wagen ist voll. Jetzt einmal einsteigen, Leute. Und jetzt fahren wir auch zurück zum Gefängnis. Es ist schon wieder dunkel. Ich hoffe, ich finde den Weg hier nach Hause. Ey, 12 Leute, die müssen wir jetzt auch alle einmal auspacken und da reinmachen. Das Ding ist, ich merke gerade, so viel Zellen haben wir ja gar nicht. Kacke, wir haben doch nur 3 Zellen. Hä? Wo soll ich den jetzt alle hinmachen? Also einen können wir ja erstmal rausholen. So, hier. Weil wir haben ja noch eine Zelle frei. Aber das Ding ist, danach haben wir gar keinen Platz mehr hier für weitere. Egal. Ich mache euch erstmal alle rein hier. Zur Not, ich brauche eigentlich noch ein paar mehr Zellen. Oh oh. Und ich glaube, ich habe auch nicht genug Geld. Wir müssen uns erstmal irgendwie ein bisschen mehr Geld besorgen. So, wir gucken mal in den Shop. Was gibt's denn noch so? Es gibt einen Geldbrunnen. Der sieht sehr schön aus. Ich mag Geldbrunnen. Weil Geldbrunnen soll uns anscheinend Geld bringen. Den kaufen wir mal. So, und ein Verdienstboost. Den kaufen wir einfach auch mal. Zack, gekauft. Hätten wir das. Und jetzt hätte ich gern nochmal so 10.000. So, aber bitte macht das nicht zu Hause nach, Leute. Wir machen das ja nur fürs Video. Aber ich habe mir jetzt nochmals 10.000 gekauft. Weil ich muss ja die Gefangenen irgendwo unterbringen. So, jetzt habe ich hier ein bisschen Geld gekauft. Und ich habe auch irgendwie einen Geldbrunnen. Muss ich den aber noch platzieren oder ist der schon platziert? Ich weiß es irgendwie nicht. Ich muss mein Gefängnis jetzt auf jeden Fall größer machen. Wir machen das mal so. Wir müssen jetzt eine Wand. Gehen jetzt erstmal auf Etage 2. So, jetzt bin ich auf Etage 2. Jetzt nehmen wir uns hier diese Wände. So, und dann würde ich sagen, bauen wir jetzt hier oben einfach noch so eine komplette Etage drauf. Da sollen wir dann erstmal genug Platz für neue Gefangene haben. So, dann einmal drehen. Oh Gott, Leute, das ist voll kompliziert, hier so ein Gefängnis zu bauen. So, dann hier ein paar Wände hin. Zack. Machen wir ganz locker flockig. Dann, ich baue einfach jetzt hier eine komplette zweite Etage drauf. Total easy. Hier, guckt euch das an. Da eine Wand, dann hier wieder drehen. Boah, ich werde jetzt hier Bob der Baumeister. So ein Ding ist das. Okay, jetzt brauchen wir aber hier ja irgendwie... wir brauchen... Genau, jetzt brauchen wir das. Es kommt nämlich hier so, so und so. Und da oben kommt eine Tür hin. Boah, Leute, ich bin Profi geworden. So, wir trennen aber das mal noch. Aber wir sind korrekt. Wir trennen die mit so Stangen. Ne, wir trennen die nicht mit Stangen. Wir sind nicht korrekt, Leute. Wir machen da so ein Gitter rein, dass sie sich wenigstens unterhalten können. Guckt so. Wir sind wenigstens ein bisschen korrekt, Leute.
damit die sich wenigstens miteinander unterhalten können. So, dann kommt da jetzt hier die nächste Wand hin. So, und der kann eigentlich so eine Wand bekommen. Genau, perfekt. Jetzt haben wir da drei neue Zellen. Wir machen mal jetzt hier oben noch zu. Oh nein, ich habe die eine Wand verkackt. Nein, wir müssen die löschen. So, okay. Jetzt müssen wir einmal auf Etage 3 und hier einmal noch zumachen, dass die hier nicht ausbrechen. So, zack. Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare rein, wie ihr mein Gefängnis findet. Aber ich glaube, das wird doch hervorragend. Ich hoffe, meine Insassen, die sind nicht aus dem Auto ausgebrochen. Aber ich glaube, wir... Wow, das sieht gut aus. Wir haben hier so ein komplettes zweites Stockwerk oben drauf gebaut. Die Frage ist, wie kommen die da hoch? Wir müssen die da irgendwie da hochbringen, damit man auch da hoch kann. Weil wie sollen die denn da hochkommen? Ich habe eine Idee. Wir müssen einmal hier die Bänke nehmen und hier ein bisschen nach drüben verschieben. Wir machen die einfach mal dahin. So, kommt mal her. Jetzt gehen wir hier hin und brauchen eine Treppe. Und die Treppe machen wir... Oder nee, wir machen die so. Wir machen die Treppe so. Wir machen die so, Leute. Genau so. Passt auf. Zack. War auch richtig teuer. Die hat 2.400 Grad gekostet. Egal. Jetzt brauchen wir einen Boden. Und passt auf. Jetzt nehmen wir uns hier einen Boden, Leute. Gehen auf Etage 2. Und jetzt machen wir da so einen Boden hin. Ganz easy. Und schwupps. Guckt euch das an. Jetzt kann man hier auf entspannt nach oben gehen. Und jetzt haben wir hier die nächsten Zellen. Leute, ich bin einfach ein Baugenie. So ein Ding ist das. Aber die brauchen noch ein paar Toiletten, merke ich gerade. Und ein paar Betten. Was die alles brauchen, ne? Ich sag's euch. Echt teuer. So, komm, ihr kriegt jetzt hier noch ein Wandbett. Weil ihr kriegt nicht so ein cooles Holzbett. Es ist viel zu teuer. Ihr kriegt ein Wandbett. Gebt euch zufrieden damit. Ist mir egal. So, ihr kriegt sogar auf korrekt eine Toilette. Und die kriegt ihr sogar auf korrekt direkt neben dem Bett. So, und ihr kriegt auf korrekt sogar noch... Nee, ihr kriegt sogar noch ein Waschbecken. Ich bin ja nicht so. Guck mal, das Waschbecken mache ich euch auf korrekt da gegen die Wand so. Und da hinten kriegt ihr auch noch ein Waschbecken. Und ihr kriegt sogar noch auf korrekt Mülleimer. Nee, ihr kriegt doch keinen Mülleimer. Ihr kriegt das und das war's. Das sollte reichen. Dann würde ich sagen, holen wir direkt mal die nächsten Gefangenen hier rein. So ein Ding ist das. So, zum Glück sind die nicht ausgebrochen. Ich dachte schon, die sind ausgebrochen. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt Platz für drei neue Insassen. So, Nummer 1, du kannst bitte einmal oben in deine Zelle gehen hier. Hereinspaziert, das ist dein neues Zuhause. Viel Spaß. So, dann Nummer 2, bitte einmal herkommen. Du wirst auch aus dem Auto rausgeholt. Du kommst auch mit rein. So, bitte einmal ins Haus rein. So, du kommst da oben rein. Das ist dein neues Zuhause. Viel Spaß. So, bitteschön. Und Nummer 3, du kommst auch raus. Das ist sogar eine Dame, sehe ich gerade. So, Dame, es tut mir leid, aber sie müssen leider auch ins Gefängnis. Ich weiß nicht, warum, sie kommen einfach rein. So, bitteschön, das ist ihre Zelle, haben sie Spaß. So, die legt sich auch direkt schlafen, perfekt. Okay, ansonsten, ey, was ist das? Wer von euch Vollidioten hier hat das runtergeworfen? Das muss ich jetzt aufräumen hier. Guck mal, wie ekelhaft, was ist das denn hier? Aufräumen. Jetzt muss ich sogar den Müll hier wegräumen, wie ekelhaft. Ihr seid ja richtig ekelhaft. Guck mal, was die machen, die lassen hier über ihre Tabletts auf Boden fallen. Was ist das denn? Müssen wir hier alles aufräumen. Hier. Machen totale Unordnung hier alle. Geht gar nicht. So, ansonsten, wie sieht es da drin aus? Ja, selbst hier liegt Müll rum. Ey, ihr seid echt unglaublich. Guckt euch das an. Die lassen hier überall ihren Müll rumliegen. Ist ja ekelhaft. So, liegt hier hinten noch Müll rum? Hier hat einer einen Fluchttunnel gegraben. Hallo? Wer von euch wollte ausbrechen? Hier. Die graben einfach einen Fluchttunnel. Guckt euch das an. Ich glaub's nicht. Gar nichts. Hier wird nicht geflohen. Das ist ein unzerstörbare Gefängnis, Junge. So ein Ding ist das. Aber wir haben irgendwie trotzdem noch zu wenig Platz, Leute. Wir brauchen irgendwie noch mehr Zellen. Wartet. Wir bauen hier jetzt einfach noch mehr Zellen hin. Passt auf. Seht zu und lernt. Wir nehmen nämlich jetzt hier weiter Boden. Und jetzt machen wir einfach hier überall noch so Zellen hin. Ich hoffe, das hält aus. Wir brauchen, glaube ich, mal noch eine Wand. Und machen mal lieber auf Safe. Hier unten noch eine Wand hin, sonst wird das nicht gehalten. So, jetzt gehen wir wieder hoch. Nehmen jetzt hier unseren Boden. Nehmen jetzt hier unser Metalldach. Dann hier einmal eure Gefängniswände. Zack. So, die Seite auch. Ich merke gerade, der kriegt irgendwie eine kleinere Zelle. Tut mir leid. Wollte ich nicht. Wir müssen hier noch ein bisschen erweitern. Und jetzt machen wir die Wände hin, genau. So, jetzt bauen wir eine komplett neue Zelle. So, jetzt einmal hier das und die Tür. Genau so. Jetzt einmal auf Etage 3. Und jetzt machen wir da überall wieder Boden hin. So ein Ding ist das. Jetzt haben wir hier oben nämlich 4 Zellen sogar. Das heißt, wir können sogar noch einen holen. Ich weiß, ihr müsst alle warten, aber macht euch keine Sorgen. Ihr bekommt alle noch eure Zelle. So, dann einmal hereinspaziert. Bitte einmal ins Gefängnis. Okay, du hast ja da noch kein Bett. Tut mir leid, dann lasse ich dich einfach so frei. Wisst ihr was, Leute? Ich mach dir einfach alle jetzt hier rein. Ist mir egal, ob die eine Zelle haben. Sollen die sich halt eine Zelle teilen?
Ich mach die jetzt einfach alle rein. So ein Ding ist das. So, einmal hereinspaziert. Bitteschön, hab Spaß. Also, falls es gegen irgendwelche Regeln verstoßen sollte und ich am Ende suspendiert werden sollte, wäre das ein bisschen doof, aber ist mir auch eigentlich egal. Wir machen das einfach. Die nächste bitte, bitte auch ins Gefängnis. Viel Spaß. So, der nächste. Bitte einmal hereinspaziert. Wer hat hier einen Fluchttunnel gegraben? Was soll das? Hört mal auf hier. Die wollen einfach ausbrechen hier vor meiner Nase. Ich fass es nicht. Ey, hör auf, hallo. Der ist ausgebrochen. Hallo, hör auf. Ich fass es nicht. Der ist einfach ausgebrochen. Oh mein Gott, liegt überall so viel Müll rum. Ey, ich glaube, wir hätten doch nicht so viele. Ey, wir müssen mal ein paar Mitarbeiter einstellen hier. Das geht gar nicht. Hier, Wache. Die kostet uns... Oha, die ist voll teuer. Egal, wir brauchen eine Wache. Tut mir leid. Ein Koch brauchen wir auch. Ein Hausmeister brauchen wir auch. Eine Reparatur brauchen wir auch. Und einen Hund brauchen wir auch. Oha, wie teuer. Die sind ja übelst teuer. Aber egal, ich habe jetzt richtig viele Mitarbeiter eingestellt. Ich hoffe, die helfen uns jetzt hier, dass unsere Kriminellen hier ein bisschen nicht so schnell ausbrechen. Das wäre nicht so cool. Ansonsten, keine Ahnung, sie machen das sehr gut. Ich bin stolz auf sie. Ansonsten, Oliver, Michelle, oder? Du machst das super. Mach weiter so. So, ansonsten, Kollege hier, du kannst auch hier direkt ins Gefängnis rein. Viel Spaß, mein Bester. Okay, zwei Leute haben wir noch. So, du kommst auch ins Gefängnis rein. Und der letzte auch noch. So, einmal reinspaziert. Okay, Leute. Unser Gefängnis ist aber echt ein bisschen klein für so viele Leute. Wir müssen das echt ein bisschen größer bauen. Okay, wir machen noch kurz. Komm, wir bauen noch ein paar Zellen, Leute. Wir bauen, wir haben hier oben noch ganz viel Platz, merke ich gerade. Hä? Ja, lol. Wir machen einfach hier einen Eingang rein. So, dann sollen die hier einfach hochgehen. Und dann, dann machen wir einfach richtig viele Zellen hin. So, da kommen zwei Zellen hin. Hier kommt eine große Zelle einfach hin. Da machen wir einmal hier die Tür rein. Da eine Wand, der hat eine Premium-Zelle. Dann kommt da eine Dingens und da eine Tür und da eine Tür. Und dann haben wir hier nochmal ein paar mehr Zellen. Dann müssen wir halt ordnungsgemäß, damit es nicht kalt wird, hier überall noch Boden hinmachen auf ganz entspannt. Das machen wir einfach ganz easy. So, machen wir hier alles zu. Genau. So, hier auch zumachen. Und jetzt, seht ihr schon, müssten wir hier oben nämlich noch ein paar neue Zellen haben. Ja, das sieht hervorragend aus. Müssen wir aber eigentlich noch einrichten, ne? Und die sehen auch wieder ein bisschen klein aus. Ist mir eigentlich egal. So. Komm. Ihr kriegt hier auch ein Wandbett. Zack. Und ihr kriegt auch korrekt auch eine Toilette. So, komm, ein paar Poster, damit ihr nicht so ganz so alleine seid, kriegt ihr auch noch. Komm, wir machen den überall auf korrekt ein paar Poster rein, Leute. Das sieht gut aus. Ansonsten habe ich auch einen Geldbrunnen. Den habe ich hier gerade gesehen. Hier. Oha. Oha, einfach ein Geldbrunnen. Wo mache ich den aber hin, ist die Frage. Wir machen einfach dahin. Das sieht gut aus. Wir haben jetzt richtig viele Zellen. Das ist unser Gefängnis. Ey, Leute, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wir haben eigentlich extrem viel geschafft. Wir haben sogar einen Geldbrunnen. Wir können jetzt Bargeld einsammeln. So, so ein Ding ist das. Leute, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mein Gefängnis super findet, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und abonniert den Kanal, falls ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao.